Wir haben einen der beliebtesten und vermeintlich sogar besten Saugroboter ohne Absaugstation getestet, den Roborock S8. Der will vor allem mit seiner smarten 3D-Hinderniserkennung und der wirklich herausragenden Wischfunktion überzeugen. Immerhin ist der Slogan auf Roborocks Website: Vergiss putzen. Wirklich. Nach dem Test müssen wir aber sagen, schmeiß den Wischmopp lieber noch nicht weg. Wir starten mit der Kategorie Lieferumfang. Der S8 kommt gut verpackt an und lässt sich genauso gut auspacken. Leider ist alles nochmal in extra Plastiktütchen verstaut. Das beiliegende Zubehör ist Standard. Es gibt keinen extra Filter. Die müssen leider nach ein paar Monaten nachgekauft werden. Erfreulich ist hingegen, dass die Ladestation mit einem normalen Kaltgerätestecker angeschlossen wird. Hier braucht man also kein besonderes Kabel, falls es mal kaputt geht. Der Sauger selbst ist mit seinem großzügigen 5200 mAh Akku auch angenehm schwer und bringt ganze 4,8 Kilogramm auf die Waage. Grundsätzlich ist der S8 sehr gut verarbeitet und macht einen robusten Eindruck. Wer schon mal einen Saugroboter in der Hand gehabt hat, findet sich schnell zurecht. Oben gibt es drei Tasten für Start bzw. Stopp, zurück zur Station und die Zonenreinigung, die zusätzlich nach 3-sekündigem Drücken die Kindersicherung aktiviert, also die Tasten sperrt. Unter dem Deckel gibt es den Staubbehälter und einen Reset-Knopf. Auf der Rückseite ist der Wassertank angebracht, der mit einem Schalter einfach gelöst werden kann. Die Unterseite enthüllt ein paar coole Details des Roborock S8. Zum einen die Doppellamellen und den abnehmbaren Wischlappen mit Schallvibrationstechnologie zu sehen an diesem beweglichen Element in der Mitte. Den fühlen wir später noch auf den Zahn. Dann geht es ans Eingemachte. In der Testkategorie App und Funktionen geht es erstmal um die Einrichtung. Zum Einrichten musst du die Wi-Fi-Einstellung per Tastendruck am Gerät zurücksetzen. Dann sollte der S8 mit der Roborock App gefunden werden. Die lässt sich bequem über den QR-Code laden, den du hier direkt am Sauger scannen kannst. Für die Einrichtung ist zwingend ein Roborock-Account notwendig. Immerhin, die Roborock-App präsentiert sich mit der Datenschutzzertifizierung des TÜV Rheinland. Das Finden des Saugers nach Anmeldung im WLAN hat bei uns mit einem Google Pixel 7 und aktuellem Android 14 leider nicht funktioniert. Abhilfe schaffte erneut der QR-Code auf dem Gerät. Nach der Auswahl aus einer zugegebenermaßen etwas unübersichtlichen Liste aus smarten Roborock-Geräten flutschte dann aber alles und der S8 war im Handumdrehen bereit. Übrigens lässt sich der Roborock auch zur Xiaomi Home App hinzufügen. Man ist also nicht auf die Roborock App angewiesen. Der TÜV-zertifizierte Datenschutz gilt dann aber nicht mehr. Das Einmessen unseres ca. 40 Quadratmeter großen Büros erfolgt in etwa 3 Minuten. Dabei wird auch nicht gesaugt, sondern nur gefahren. Tadellos wurden dabei Hindernisse wie Bürostühle, Tische, Couch, Garderoben etc. erkannt und ein ca. 35 Quadratmeter großer saugbarer Bereich als digitale Karte hinterlegt. Hindernisse werden auch direkt eingetragen, mit Hilfe von KI natürlich, etwa Tischbeine, Schuhe oder ähnliches. Die Karte kannst du auch anschließend noch anpassen und verfeinern, wenn zum Beispiel der Boden nicht richtig erkannt wurde oder ein Hindernis nicht stimmt. Spannender war hingegen das Einmessen der Testküche. Um überhaupt einen weiteren Raum hinzuzufügen, musst du in den Einstellungen unter Karten verwalten die Option mehrere Ebenen aktivieren. In unserem Fall ist es zwar keine andere Ebene, aber ein öffentlicher Flur zwischen Küche und Büro. Also den Sauger rübergetragen und das Einmessen beginnen. Anschließend schauten wir verdutzt auf die Karte, denn wegen des auf dem Boden stehenden Spiegels in der Küche hat der S8 einen weiteren angrenzenden Raum gesehen, obwohl er ihn nicht abfahren konnte. Immerhin wurde ein Teil als unerreichbar markiert. Hier zu erkennen an der orange-roten Markierung. Zum Glück gibt einem Roborock verschiedene Optionen zum Bearbeiten der Karte an die Hand. Allerdings lassen sich Bereiche nicht mit einem Radierer einfach so entfernen. Wir konnten lediglich eine Sperrzone einrichten und haben so die Spiegeldimension ausgegliedert. Das ging genauso gut. Im Allgemeinen lässt sich zur App und der Bedienung sagen, dass alles schön strukturiert und übersichtlich aufgebaut ist. Ein paar Funktionen, wie die angesprochenen Ebeneinstellungen, sind zwar etwas in den Menüs versteckt, mit etwas Lust am Entdecken findet man aber alles, was man braucht und zusätzlich noch weitere coole Funktionen. Wie zum Beispiel die verbesserte Haustiererkennung unter dem Menüpunkt Reaktive Hindernisumgehung. Die Übersetzung der App ist zu 99% gelungen. Ein paar Kleinigkeiten wie Eingabe, wenn man den Roboter auswählt, oder das englische Wag & Mob im Standardmenü, obwohl rechts daneben Andocken steht, wirken ein wenig unstimmig. Ansonsten ist aber alles fehlerfrei und gut verständlich. Der Sauger selbst hat eine angenehme deutsche weibliche Stimme, die stellenweise aber auch etwas künstlich klingen kann. Auch mussten wir die deutsche Stimme erst in den Einstellungen händisch aktivieren. Bei der Einrichtung sprach der S8 nur Englisch mit uns. Dann gibt es noch regelmäßige Sprachansagen, die nicht zu aufdringlich wirken. Start der Reinigungsvorgang. Nur das häufigere Ansagen, dass er sich gerade orientiert, stört mit der Zeit etwas,
da die Information nach jedem Start und Vorsetzen eines Reinigungsvorganges zu hören ist. Die Ansagen sind am Werk außerdem angenehm laut. Müssen sie auch, denn der Sauger selbst ist mit ca. 85 Dezibel direkt am Gerät gemessen, auch eines der lauteren Modelle. Dafür überzeugt aber auch die höhere Saugstärke, wie der Vergleich zu anderen Saugrobotern aus unserem Test zeigt. Den Link zu diesem Vergleichstestvideo gibt es übrigens hier oben. So, Auspacken und Einrichtung haben wir. Die App haben wir uns auch angeschaut. Dann geht es jetzt zur Kategorie Handhaben. Fangen wir hier mit dem einzigen echten Negativpunkt an. Das Entleeren des nur 350 ml fassenden Staubbehälters geht leider nur okay von der Hand. Mit einem Handgriff lässt er sich zwar entfernen, verliert dabei aber gerne mal ein paar Reste. Das haben andere Hersteller mit einer zusätzlichen Klappe besser gelöst. Geöffnet wird er mit einem Mechanismus und etwas Kraft. Dann heißt es auskippen und gegebenenfalls etwas klopfen. Wir empfehlen, mit einem Pinsel oder einem kleinen Bürstchen nachzuhelfen, da der Dreck aus dem flachen Staubfach manchmal nur schwergängig herausfallen will. Möchte uns Roborock vielleicht hier die Version S8 Plus mit Absaugstationen schmackhaft machen? Übrigens stehen Tests zu Saugrobotern mit Absaugstation und Frischwassertank schon in den Startlöchern. Also abonniert gerne unseren Kanal, um die Tests nicht zu verpassen. Der Wassertank des S8 ist hingegen einfach von hinten in das Gerät eingesteckt. Fast 300 ml und lässt sich wunderbar leicht entfernen und wieder einstecken. Der kleine Gummistöpsel hält dicht und auch beim S8 darf nur reines Leitungswasser ohne Spül- oder Putzmittel verwendet werden. Zudem sollte man den Tank kurz schütteln, um das Wasser in die Leitung zu bekommen. Der Akku ist fest verbaut und kam dankenswerterweise zu 90% vorgeladen aus der Verpackung. Erfreulich ist auch die genaue Prozentanzeige in der App. Während andere Hersteller auf Symbole setzen, hat man bei Roborock den genauen Akkustand immer im Blick. Nach knapp 30 Minuten waren noch 75% am Start. Der S8 kann auf mittlerer Stufe ca. 2 Stunden saugen. Roborock gibt bis zu 3 Stunden an. Das sehen wir aber ehrlicherweise nur bei geringer Saugstufe und eingeschränkter Hinderniserkennung. Beim Wischen und höheren Saugstufen ist der Akkuverbrauch logischerweise etwas höher. Natürlich setzt der S8 aber auch nach etwas Aufladen den Saugvorgang nahtlos fort, falls der Akku mal leer gehen sollte. Dabei geht er auch nicht auf 100%, sondern lädt nur so lange, wie er benötigt. Sollte er auch, denn die Akkuladezeit von 0 auf 100 entspricht mit ganzen 6 Stunden ungefähr den Angaben des Herstellers. Aber Achtung, wenn der Staubbehälter voll ist, gibt der S8 keine Benachrichtigung und saugt munter weiter. Das Modell mit Absaugstation leert einfach in einstellbaren Abständen den Behälter automatisch. Bis auf das suboptimale Entleeren des Staubbehälters und das recht geringe Fassungsvermögen gibt es für die Handhabung fast die volle Punktzahl. Doch auch wenn die App und Handhabung gut sind, muss doch am Ende auch die Wohnung sauber werden. Wie gut saugt und wischt denn der Roborock S8? Wir finden gut bis sehr gut. Das sehr gut bezieht sich vor allem auf die Saugfunktion. Tadellos erkannte der S8 unseren Teppichboden bzw. die Fliesen in der Küche. Alles wurde sauber und einwandfrei abgefahren und alle Krümel und Staubreste aufgesaugt. Tierhaare hatten ebenfalls keine Chancen. Bei unserem Zonentest mit 50 Gramm Müsli schaffte er fast alle Körner wieder aufzusaugen. Stark. Auf flachem Teppich hat der S8 ebenfalls vollends überzeugt. Nur bei langflorigen Teppichen hat er bauartbedingt einfach ein paar Nachteile. Das seitliche Bürstchen läuft dann nicht mehr ganz so rund und die starke Saugkraft von 6000 PA zieht zwar noch den Schmutz aus dem Teppich, allerdings hat er sichtlich Probleme beim Manövrieren. Aber wir spielen hier etwas unfair. Denn für derartige Böden sind Saugroboter grundsätzlich nicht so gut geeignet. Deshalb würden wir die Saugleistung noch als sehr gut bezeichnen. Vor allem im Vergleich mit den anderen Robotern aus unserem Vergleichstest hat sich der S8 hier super geschlagen. Die Wischfunktion würden wir hingegen nur als gut einstufen. Hier hat Roborock einfach den Mund zu voll genommen. Das verwundert uns ein wenig, denn eigentlich spricht vieles für mehr. Auf der Unterseite gibt es die angesprochenen Dual-Roller-Bürsten aus Gummi mit griffigen Lamellen. Die werden mit dem sogenannten Vibra-Rise-Wischsystem mit Schallvibrationstechnologie ergänzt. Auf der einen Seite hebt dieses System den Mop-Aufsatz bei Teppichen automatisch an, um diese nicht nass zu machen. Auf der anderen Seite setzt der S8 auf ein vibrierendes Element innerhalb des Wischaufsatzes, welches mit schnellen Bewegungen den flexiblen Mop verbessern soll. Im Test funktionierte das Vibra-Rise-System bei frischem und angetrocknetem Kaffee tadellos. Auch der Klecks Ketchup wurde anstandslos entfernt. Bei getrocknetem Ketchup war dann aber Schluss. Dass die Fliesenfuge nicht ganz sauber werden können, hatten wir erwartet.
Doch nach dem ersten Drüberfahren war noch ein großer Fleck übrig. Anschließend mussten wir mit der Zonenreinigung und maximaler Reinigungsstärke noch zwei weitere Male über den Fleck gehen, bis nur noch der Rest in der Fuge übrig war. Echtes Putzen geht anders. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Boden auf den ersten Blick sauber erschien, doch nach dem Wischen mit einem trockenen Tuch, Kaffee und Ketchupreste noch da war. Das verdeutlicht auch gut die Grenzen, die ein solcher Saug-Wischroboter hat. Ohne richtiges Putz oder zumindest etwas Spülmittel werden schon leicht hartnäckigere Flecken auf dem Boden nicht ohne weiteres weggewischt. Selbst Gummibürsten und vibrierende Mop-Aufsätze ändern daran nichts. Und das ist auch okay. Unterm Strich ist die Wischleistung des S8 gut, aber du solltest nicht zu viel erwarten. Genau wie bei vielen anderen Saugrobotern auch, ist sie nur zum feineren Durchwischen geeignet, also um Staub, Pollen und anderen kleinen Schmutz noch effektiver wegzubekommen. Den ein oder anderen Fleck bekommt der S8 auch noch weg. Dann ist aber schon Schluss. Ein ganz normaler Wischmob mit einem Eimer Spüliwasser ist um Längen besser. Schade, dass die Wischfunktion so stark beworben wird. Denn der S8 ist vor allem ein extrem guter Saugroboter und kein Ersatz für den Wischmob. Roborock Versprechen nicht gehalten. Das ist irgendwie doppelt irritierend, denn in unserer letzten Kategorie, der Navigation, hält Roborock nahezu alle Versprechen ein. Der S8 hat nämlich nicht nur das standardmäßige Lasernavigationssystem an Bord, sondern auch ein Kamerasystem. Diese Reactive 3D-Hinderniserkennung funktioniert bei guten und schlechten Lichtverhältnissen. Im Test war sie herausragend und schlug sogar die vom Dreamy L10S Pro der zweiten Generation. Der S8 erkannte schon beim Einmessen und erst recht beim Reinigen zuverlässig Hindernisse wie Stühle, Tischbeine, Kanten, Lampen und vor allem Kabel. Füße von Personen im Raum wurden ebenfalls erkannt und alles in der Karte eingetragen. Bei unserem Testfeld mit Objekten erkannte er als einziges Gerät im Vergleichstest die kleine schwarze Socke und vor allem das einzelne kleine USB-Kabel. Der Spielzeugbagger und das große T-Shirt wurden gekonnt umkurvt, Gummidino und Lego-Robbenmama samt Baby waren aber zu klein und wurden aufgesaugt. Zu reinigende Einzelzonen lassen sich wunderbar einfach markieren und werden dann penibel abgefahren. Auf Wunsch auch bis zu 3 Mal. Außerdem fährt der S8 einfach sehr smooth und fein um Objekte, Ecken und Kanten. Dabei ist er sehr wendig und stößt sehr selten wirklich irgendwo an. Hier leisten die Sensoren und die Motoren ganze Arbeit. Im Vergleich zu den günstigeren Geräten aus unserem Vergleichstest ist er auch deutlich effektiver und benötigt zum Beispiel für unser Testbüro für 35 Quadratmeter Saugfläche mit 30 Minuten nur die Hälfte der Zeit. Nur der andere teure Saugroboter mit Kameranavigation, der Dreamy L10S Pro, war gleich schnell, allerdings nur im Schnelldurchlauf. Einziger Wermutstropfen beim S8, bei unserem Test für Ecken enttäuscht er bauartbedingt wie die anderen Modelle auch. Allerdings ist das auch der Worst Case. Leicht haftende Müsliflocken auf einem Teppichboden, einem nicht ganz geraden Winkel, da kommt die Außenbürste einfach nicht dran. Nichtsdestotrotz vergeben wir bei der Navigation die volle Punktzahl und kommen zum Fazit. Und das fällt sehr positiv aus. Aber nach dem Test müssen wir nochmal klarstellen. Was ist der Roborock S8 nicht? Der Roborock S8 ist kein vollwertiger Ersatz für deinen Saugwischer, deinen Wischmob oder ein Wischroboter, auch wenn es dir der Hersteller weismachen will. Was ist denn nur der Roborock S8? Der Roborock S8 ist einfach ein extrem guter Saugroboter mit einer super App, einem herausragenden Navigationssystem und einer überraschend guten Hinderniserkennung. Außerdem ist er ein Saugroboter mit einer guten Wischfunktion, die auch kleinere Flecken wegbekommt und wirklich gründlich feucht durchwischt. Wir können ihn empfehlen, vor allem wenn er im Angebot ist. Link zu unserem Preisvergleich gibt es unten in der Beschreibung. So, und dann sagt uns noch, würdet ihr den Roborock S8 trotz des etwas großspurigen Versprechens beim Wischen kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hier gibt es noch mehr Videos von uns und lasst uns gerne ein Abo da für weitere alltagsnahe und vor allem unabhängige Tests. Ich bin JP von Tested, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!